Olaf Neuenfeld ist bei mir. Mit dem, schätze ich, machen wir mal hier erstmal den Olaf. Erstmal Glückwunsch. Auftakt nach Maß. Bist du zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Es ist ja mal schwierig, in so ein Turnier zu finden, gerade bei den Wetterbedingungen. Und das haben die Jungs gut gemacht. Wie bereitet man denn die Mannschaft auf so ein Spiel vor? Gegen Japan, ein erwartet schwacher Gegner natürlich. Muss man die Jungs da eher bremsen und sagen, gebt nicht so Vollgas, oder dürfen die sich schon austoben? Ja, sie sollten sich schon austoben und eben wirklich an die Bedingungen gewöhnen an dem Platz. Wie springt der Ball? Bleibt er liegen? Springt er hoch? Und das war das erste Ziel, und eben in Sicherheit zu gewinnen. Und das haben wir geschafft. Zwei Spieler haben wir jetzt noch nicht gesehen. Das waren Patrick Thomas, Lukas Schubert. Werden wir die beiden in der zweiten Partie sehen oder haben die heute noch ein bisschen Pause? Na, da will ich noch nicht zu viel verraten. Wir werden es einfach besprechen und lasst euch überraschen. Okay, wir lassen uns überraschen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sieg. Wie war es, erster WM-Auftritt gegen den etwas leichteren Gegner in der Gruppe? Ja, ich sag mal so, es ist natürlich schön, gegen so einen Gegner, sag ich mal so, in so ein Turnier reinzustarten, weil man natürlich erstmal frei aufspielen kann. Ja, und mit nicht allzu viel Gegenwehr rechnen muss. Nichtsdestotrotz muss man natürlich trotzdem sehen, dass man versucht, so konzentriert wie möglich reinzukommen. Und ich denke, das haben wir schon geschafft. Ja, Fabian, du bist ja erst spät mit reingekommen. Wie bist du mit dem Wetter klargekommen? Was hast du zu den Bedingungen hier? Ja gut, das Wetter ist eigentlich, wir haben es den ganzen Tag gesehen, nicht so gut. Mit dem Regen muss man sich dran gewöhnen, die anderen haben es auch, also eigentlich kein Problem. Was erwartet ihr im zweiten Spiel vom neuen Gegner? Ja, im zweiten Spiel werden wir natürlich schon etwas mehr erwarten, denn Italien ist mittlerweile nicht mehr die Nation, wo man sagt, da muss man auf jeden Fall ab zu Null gewinnen. Sie haben sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch dieses Spiel 3-0 gewinnen. Ja, vielen Dank zusammen.